eine schöne Vorweihnachtszeit und einen schönen dritten Advent. Denn wenn ihr dieses Video hier seht, wird schon der dritte Advent sein. Ich drehe es jetzt zwar an dem zweiten Advent, aber trotzdem nähern wir uns jetzt inzwischen schon fast Weihnachten, was jetzt schon unglaublich ist, wie schnell einfach immer diese Zeit vergeht. Ich liebe ja die Vorweihnachtszeit und liebe es, Weihnachtsfilme zu schauen, schön zu dekorieren. Ja, einfach dieses ganze Feeling, diese ganze Atmosphäre aufzunehmen und natürlich auch das ein oder andere Weihnachtsbuch zu lesen. Und obwohl ich euch jetzt in meinem letzten Video gesagt habe, dass ich eigentlich in diesem Jahr wahrscheinlich keine Leseliste mehr machen werde, sollte man niemals nie sagen, denn jetzt gibt es die letzte Leseliste in diesem Jahr und das wird natürlich eine super special Weihnachtsedition sein. Ich habe mir nämlich jetzt hier ein paar Bücher rausgesucht, die natürlich auch viel mit Weihnachten zu tun haben. So ein paar Bücher, die mir durch den Kopf gegangen sind, die ich gerne noch jetzt vor Weihnachten lesen würde. Es sind wirklich auch ein paar Rereads dabei. Es ist sogar ja, ein Klassiker dabei und eine Menge E-Books, die ich gerne verschlingen möchte. Die möchte ich euch natürlich zeigen und damit begrüße ich euch jetzt zu diesem Video. Lest ihr auch so gerne Weihnachtsbücher wie ich? Ich habe ja in den letzten Jahren immer sehr viele Weihnachtsbücher gelesen und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, dass ich vielleicht das ein oder andere Buch auch rereaden werde und deswegen fangen wir jetzt mal mit den ersten beiden Büchern an, die ich mir auf meine Leseliste gesetzt habe. Und zwar zum einen ist dieses Buch, glaube ich, unter den Klassikern der Kinderbuchliteratur rund um Weihnachten. Ich glaube, das ist immer auf Platz 1. Egal zu welchem Jahr, zu welcher Jahreszeit, wie auch immer, es ist immer auf Platz 1. Nämlich geht es um Hinter verzauberten Fenstern von Cornelia Funke. Das ist ja ein Buch, das ich auch vor Jahren gelesen habe. Es ist ein Kinderbuch, aber trotzdem eine so schöne Geschichte, in der man einfach direkt dieses Weihnachtsfeeling bekommt. Und ich habe einfach gedacht, dieses Buch ist ja auch nicht so dick. Ich werde mir das Ganze nochmal zur Hand nehmen und werde es rereaden. Es geht hier nämlich um den kleinen Olli und alle seine Freunde bekommen einen wunderschönen Adventskalender. Und er bekommt jetzt ja einfach nur so ein Papp-Adventskalender mit gut gemeinten Gedichten und so weiter und ja, jetzt ist er so ein bisschen neidisch auf seine Freunde, denn die haben den tollen Schokokalender und Olli muss sich jetzt damit irgendwie abfinden. Aber hinter diesem Adventskalender verbirgt sich ein Geheimnis und ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Erinnerungen an dieses Buch, nur ich fand es damals unglaublich niedlich, deswegen möchte ich das auf jeden Fall in den letzten Wochen jetzt auch im Dezember lesen. Auch das nächste Buch, da freue ich mich einfach schon riesig drauf. Das ist von der gleichen Autorin und zwar, vielleicht kann es sich jetzt der eine oder andere schon denken, es ist von Cornelia Funke. Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel, das ist auch auf meiner Liste drauf von Weihnachtsfilmen, die ich jedes Jahr schaue und ich liebe einfach die Verfilmung. Die habe ich jetzt jahrelang immer wieder geschaut. Das ist einfach super, super süß und toll gemacht. Es ist mal so eine ganz andere Weihnachtsgeschichte und zwar geht es hier um den echten einzigen Weihnachtsmann, Niklas Julebuck. Ja, und der ist wirklich der einzige Weihnachtsmann, der noch ja, Weihnachten im Herzen hat sozusagen. Also alle anderen wollen Weihnachten mehr so ja, verkaufen, sag ich mal. Also es geht wirklich nur noch darum, dass Weihnachten ja nicht mehr so ernst genommen wird, dass da ja die Geschenke ja, nebensächlich sind, dass es einfach nur noch Industrie ist und Niklas Julebuck macht wirklich alles noch von Hand und ja, der soll jetzt allerdings seinen Job wohl an den Nagel hängen, denn der Weihnachtsrat hat beschlossen, dass Niklas Julebuck ja, seinen Job als Weihnachtsmann nicht mehr weitermachen darf. Und ja, kurzerhand schnirbt er sich seinen Schlitten und stürzt dann auf die Erde. Und ja, jetzt lernt er natürlich noch zwei süße Kinder kennen, die ihm dann helfen, wieder den echten Weihnachtsmann in sich zu finden. Und ja, er muss jetzt natürlich auch versuchen, Weihnachten zu retten. Und das ist einfach eine so tolle Geschichte. Ich liebe sie als Film. Ist auch sehr, sehr gut verfilmt, also kann ich euch auch empfehlen. Aber ich möchte das gerne auch nochmal als Buch lesen, denn ich liebe diese Story einfach. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Klassiker, den ich lesen möchte. Ich habe auch schon damit angefangen und bin gar nicht so weit gekommen, denn ich habe das vor kurzem pausiert, obwohl es mir echt sehr, sehr gut gefällt. Ich bin bis auf Seite 60 gekommen. Das ist auch nicht schlecht für mich, würde ich behaupten. Und zwar möchte ich gerne mal einen Klassiker aus dem Koppenrad Verlag lesen, nach langer, langer Zeit. Denn vor kurzem habe ich den Film für mich entdeckt. Das ist auch so eine Geschichte, die einfach ins Herz geht. Deswegen dachte ich, das passt auch eigentlich jetzt gut zu Weihnachten, dass ich das dann vielleicht auch weiterlese. Nämlich geht es um Der geheime Garten von Frances Yoxon Burnett. Und ja, ich liebe einfach diese Ausgaben aus dem Koppenrad Verlag. Die sind ja so mega, mega schön gemacht. Mal gucken, ob ich jetzt was finde.
versuche mal jetzt, dass mir nicht die ganzen Sachen hier rausfallen. Da ist nämlich noch teilweise Papier zwischen. Also ihr seht, da sind ja so besondere Extras drin. Und das hat mir jetzt auf den ersten 60 Seiten super viel Spaß gemacht. Dass man auch Illustrationen hat, ja, und diese Sachen zum Entdecken, das ist richtig, richtig schön. Und ja, auch hier werde ich noch ein paar Worte zum Inhalt sagen. Und zwar geht es ja hier um die kleine Mary. Und die ist vor kurzem zur Waisin geworden. Sie soll jetzt bei ihrem Onkel, von dem sie eigentlich noch nie was gehört hat, aufwachsen. Der lebt in einem super großen Haus, in einer Villa quasi. Ja, und die Hausdame, die sie dort aufnimmt, ist alles andere als freundlich. Also Mary darf sich nur in ihrem Zimmer aufhalten und ja, eigentlich gar kein richtiges Leben führen. Sie darf eigentlich nur da existieren und das passt ihr eigentlich gar nicht. Mary hat so einen eigenen Kopf und ja, schleicht sich immer nach draußen und dann findet sie natürlich auch heraus, dass es hinter dem Garten im Haus noch einen geheimen Garten gibt. Und ja, dort verbringt jetzt Mary eigentlich hauptsächlich ihre Zeit und ja, sie findet auch noch heraus, dass jemand anderes in diesem Haus ebenfalls wohnt. Und ja, wie es weitergeht, das werde ihr hier in diesem Buch erfahren. Ich kenne die Geschichte natürlich durch den Film schon, aber es ist einfach wunderschön und eine ganz tolle Geschichte, die ich auf jeden Fall genießen werde. Auch das nächste Buch ist ein absoluter Klassiker. Nämlich sehe ich es auch als Film in sämtlichen Variationen. Ich meine das ernst, ne? Also ich sehe es immer als Zeichentrickfilm, ich sehe es als Barbie-Film, als Muppet-Film, ich sehe es mit Jim Carrey, ich sehe es mit sämtlichen anderen Versionen. Also ich liebe einfach die Geschichte rund um eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ich glaube, das ist euch auch ein Begriff, oder? Ich meine, wer kennt die Geschichte nicht von Ebenezer Scrooge mit den drei Geistern? Und ja, es ist einfach wunderschön. Ich liebe diese Geschichte wirklich abgöttisch. Also das ist einfach auch ein Film, zum Beispiel der Zeichentrickfilm, wo ich direkt in Weihnachtsstimmung komme. Ich sehe sie, seit ich ein Kind bin, und ich muss sie einfach jedes Jahr in sämtlichen Variationen sehen. Ich habe ja das Ganze auch schon mal als Buch gelesen. Da hatte ich das so als Adventskalender, wo man jeden Tag so ein Kapitel liest. Aber das war damals so unpraktisch, weil man immer ja einen Tag warten musste und ich möchte das lieber so als an einem Stück lesen. Deswegen habe ich mir das Ganze jetzt hier als Kindle-Version runtergeladen und ich freue mich einfach schon richtig drauf. Ich habe gerade schon ein bisschen rumgeblättert und schon als ich den ersten Satz gelesen habe, habe ich sofort Lust bekommen, direkt weiterzulesen und ich denke, dass dieses Buch jetzt hier nicht so lange warten wird. Da ich es im letzten Jahr leider nicht geschafft habe, dieses Buch zu beenden, obwohl es mir recht gut gefallen hat, habe ich mir vorgenommen, dass ich ebenfalls auf dem Kindle Lovely Hateful Christmas von Christelle Zaurini endlich weiterlese. Ich bin eigentlich relativ weit gekommen damals. Also ich glaube, ich war bei 60-70% und dann habe ich einfach dieses Buch nie weitergelesen, obwohl es eine richtig schöne Liebesgeschichte ist, in dem das auch in einem Weihnachtsdorf spielt. Es geht um einen Jungen und ein Mädchen, wo ich leider die Namen nicht mehr weiß. Wenn ich wahrscheinlich direkt einsteigen werde, werden mir die Namen wieder bekannt vorkommen. Ja, und das Mädchen ist natürlich total vernarrt in Weihnachten und arbeitet halt in diesem Weihnachtsdorf, in dem sie ja auf diesen jungen Mann trifft und der ist quasi der Ebenezer Scrooge unter ja, seiner Familie und hat eigentlich mit Weihnachten überhaupt nichts am Hut. Und das Mädchen versucht natürlich jetzt in ihm diese Weihnachtsstimmung aufzubringen und ob ihr das gelingen wird, ob sich die beiden dann halt nähern, das werde ich natürlich hier erfahren, denn ich konnte, wie gesagt, das Buch im letzten Jahr nicht beenden. Das werde ich aber dieses Jahr auf jeden Fall ändern. So, und damit sind wir jetzt schon beim letzten Buch angelangt. Eigentlich hätte ich ja zum Beispiel auch noch Bücher wie Der kleine Lord mit auf meine Leseliste nehmen können. Aber ich dachte, komm, nee, ich nehme mir dann wieder zu viel vor, dann schaffe ich das alles nicht. Denn ich möchte auch noch ein Rezensionsexemplar lesen, wo ich einfach auch schon, ja, sehr, sehr heiß drauf bin, dass ich es endlich lesen kann. Und zwar geht es um den dritten Teil von Der Weihnachtsosaurus. Ich blende euch hier das Cover ein. Die ersten beiden Teile habe ich ja damals, vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich die auch auf dem Kindle gelesen. Und die haben mir so, so gut gefallen. Dieser kleine Junge, der im Rollstuhl sitzt und sich zu Weihnachten einen Dinosaurier wünscht. Das ist eine so süße Geschichte. Es ist zwar ein Kinderbuch, aber ich kenne auch sehr viele unter meinen BookTube-Kollegen, die ja auch die Geschichte sehr, sehr gerne mögen. Ich bin auch ein absolutes Fangirl und habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es einen dritten Teil gibt. Und ja, da gibt es, glaube ich, auch in die böse Liste, heißt das, glaube ich. Also da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, denn der kleine Weihnachtsosaurus und ja, der kleine Junge, die können auf keinen Fall draufstehen. Ja, mal gucken, was mich da erwarten wird. Das werde ich auf jeden Fall auf meinem Tolino lesen und euch berichten, denn das Ganze ist ein Rezensionsexemplar.
So, und jetzt bin ich richtig, richtig, richtig gespannt darauf, welche Bücher ihr jetzt in der Weihnachtszeit lest. Schreibt mir mal eure allerliebsten Lieblings-Weihnachtsbücher in die Kommentare. Vielleicht finde ich ja für nächstes Jahr schon Lesestoff, denn obwohl ich ja jetzt einige Bücher hier habe, könnte ich ja im nächsten Jahr meine Weihnachtsleseliste noch erweitern. Wie gesagt, schreibt mir alles in die Kommentare. Ich bin super gespannt und wünsche euch jetzt einen schönen dritten Advent. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!